In vielen Familien kommt an Weihnachten traditionsgemäß jedes Jahr das Gleiche auf den Tisch. Ähnlich ist es auch bei den britischen Royals. Wir verraten euch, was der Queen und Co. bei ihrem alljährlichen Weihnachtsessen serviert wird. Darren McGrady ist ein britischer Koch, der über 15 Jahre für die königliche Familie Essen zubereitet hat. Heute erzählt er unter anderem auf seinem YouTube-Kanal gerne von dieser Zeit und plaudert das ein oder andere Essensgeheimnis der Royals aus. Dem Magazin Good Housekeeping hat er 2016 sehr detailliert verraten, was und wie die Queen und ihre Familie an Weihnachten essen. Demnach seien die Weihnachtstage aufgrund ihrer deutschen Vorfahren stark von unseren Traditionen beeinflusst. Unter anderem öffnen sie ihre Geschenke nach dem Nachmittagstee an Heiligabend und nicht wie in Großbritannien üblich am Morgen des 25. Dezember. Der erste Weihnachtsfeiertag startet schließlich mit einem deftigen Frühstück, bevor sie gemeinsam zum Gottesdienst aufbrechen. Anschließend gibt es das große Weihnachtsessen, zu dem Folgendes gehört: Ein Salat mit Garnelen oder Hummer sowie ein gebratener Truthahn mit traditionellen Beilagen wie Pastinaken, Karotten und Rosenkohl und ein Weihnachtspudding mit Weinbrandbutter als Dessert, erklärt McGrady. Dieses traditionelle Mittagessen gibt es laut McGrady jedes Jahr. Und wenn sie mit dem Essen fertig sind, setzen sich die Familienmitglieder gemeinsam vor den Fernseher und sehen sich die Weihnachtsansprache der Queen an. Anschließend gehen zunächst alle getrennte Wege. Zum Nachmittagstee versammeln sie sich schließlich wieder und essen gemeinsam typisch britisches Weihnachtsgebäck wie englischen Weihnachtskuchen. Am Abend wird ein Buffet mit 15 bis 20 verschiedenen Leckereien aufgebaut. Dabei darf vor allem eins nicht fehlen. Die Queen ist ein großer Schokoladenfreak. Insbesondere dunkle Schokolade liebt sie sehr, weshalb sie sich an Weihnachten immer etwas Schokoladiges gönnt, so McGrady. Außerdem gibt es direkt vor dem Buffet noch eine ganz besondere Tradition für den Koch. Der diensthabende Chefkoch geht ins Speisezimmer und schneidet den Truthahn. Und wenn er fertig ist, reicht ihm Ihre Majestät ein Glas Whisky und sie stoßen an, erzählt McGrady. Es sei das einzige Mal im Jahr, dass der Koch ein Glas Whisky mit der königlichen Familie trinke. Laut dem Magazin My London hat McGrady außerdem mal erzählt, welchen Alkohol die Queen zudem an Weihnachten genießt. Demnach trinkt Elisabeth einen klassischen Gin sowie einen Dubonnet vor dem großen Mittagessen. Während dem Essen greife sie hingegen gerne zu einem Glas Gewürztraminer, einem süßen deutschen Weißwein. Es hört sich so an, als genieße die Queen das Weihnachtsfest in vollen Zügen. Nach ihrem anstrengenden Jahr mit vollem Terminkalender sei ihr das auf jeden Fall gegönnt.